Halli und hallo liebe Freunde, willkommen zurück hier im Spieleparadies mit mir, The Maxi. Ihr seht, ich bin unter Wasser bei meinen zwei neuen Haien. Einmal der Bruce, der den Sattel nicht will. Ach, Toxic Megalodon Sattel. Und ich habe gedacht, ich habe hier übelst Glück und habe schon Megalodon Sattel in meiner Base, aber nein. Es sind Toxic Megalodon. Naja, was soll's. Was soll's, Leute? Dann craften wir eben zwei. Das macht ja auch überhaupt nichts. Ich muss mir noch einen besseren Weg einfallen lassen, beziehungsweise da noch ein Tor oder sowas hinpacken. Das wäre wahrscheinlich nicht schlecht. Ja, ein Tor sollte eine gute Möglichkeit sein. Geht. Ach ja, das ist... nicht Tate Gate. Da haben wir es. Und jetzt können wir das hier nämlich auch craften. Perfekt. Machen wir erstmal das. Die Sättel, die packe ich wieder hier rein. Da, wo sie hingehören. Und lerne noch den Megalodon-Sattel. Perfekt. Dann können wir den nämlich auch gleich noch herstellen. Okay, der ist fürs... tatsächlich. Im Inventar habe ich da gecraftet. Na, wunderschön. Hätten wir das wenigstens auch gemacht. Zack. Sattel Nummer 1. Und... na komm. Nummer 2. Perfekt. Okay, jetzt muss ich mal schauen... wie groß ist das Tor? Okay. Und dann muss ich gleich als nächstes mal schauen. Was habe ich hier hingepackt? Alles klar. Eine der großen Wände. Perfekt. Und jetzt schaut euch das mal an, wie super das hier reinpasst. Da hätten wir jetzt noch eine große Wand übrig. Vielleicht noch eine Treppe rein, oder? Was meint ihr? So eine Treppe, die ins Wasser geht? Hier, wie ich sie hier vor dem Schlosseingang habe. Schauen wir mal. Stairs. Habe ich schon gelernt. Perfekt. Perfekt, Leute. So muss das laufen. So und nicht anders. Zack, zack. Die können wir gleich mal auswählen. Einmal runterfliegen. Zack. Lande. Okay. Ja, sehr schön. Na, das ist doch was, oder? Das ist doch was. So, und jetzt haben wir die richtigen Sättel dabei. Ah, ich bin immer noch verschnupft, Leute. Es tut mir so leid, dass ihr mich heute ab und an mal schniefen hört. Lässt sich leider nicht vermeiden. Okay. Den hätte ich gern noch ein bisschen höher im Leben. Wie viel bekommt er bei einem dazu? Okay. Also gar nicht mal so viel. Ein bisschen Movement Speed tut den auch nicht. Schaden. So. Nächster Sattel. Und du kommst jetzt mal ein bisschen hier hoch. So. Dann level ich dich nämlich auch noch etwas. Auf Leben. Und Schaden. Und da haben wir unsere zwei super krassen Haie. Ja, perfekt. Jetzt muss ich die nur noch hier rausbekommen. Ich werde mal sehen, wie weit ich mit Bruce jetzt hier schwimmen kann. Denn normalerweise kommen die hier, glaube ich, nicht weiter. Nee. Alles klar. Dann machen wir das anders. Ich ziehe mal eben die Flossen an. Okay, auf einmal schwimme ich gar nicht mehr. Wundervoll. So.
Nützt ja nichts. Okay, und dann teleportieren wir uns nämlich einfach ins offene Meer. Hier ist noch meine Falle für den Manta, aber der ist inzwischen weg. Was will er denn auch noch hier? Ich muss nur mal eben auf die Karte schauen. Okay, lass uns mal in die Richtung gehen. Was steht dort hin? Hat jemand gebaut, so wie es aussieht. Cool. Sehr cool, sehr schön, das freut mich. Ja, und hier sind schon andere Haie zugange. Ich port mich jetzt einfach mal in die Base. Zack. Und dann kann ich nämlich von hier aus mit Bruce dann dorthin porten. Ist alles etwas umständlich, aber so muss ich nicht extra eine krasse Unterwasserbase bauen. Sondern kann halt dann hier meine Dinos in Ruhe schwimmen lassen. Und ich weiß, es passiert ihnen nichts. Von daher perfekt. So, zack. Und das müsste eigentlich funktionieren. Nee, will er nicht. Warum nicht? Warum willst du das nicht? Das war doch unter Wasser. Ja, wollen die mich jetzt ärgern? Genau das muss doch aber funktionieren. Genau deshalb habe ich das ja so gemacht. Ich nehme jetzt mal das Schiff und versuche noch ein Stück weiter zu kommen. Denn sonst haben wir echt ein Problem. Das wäre jetzt ziemlich doof, wenn das nicht gehen würde. Dann müsste ich hier irgendwo außerhalb meiner Unterwasserbase bauen. Und da habe ich echt keine Lust drauf. Denn hier, das ist mir wirklich zu gefährlich. Für die Dinos. So, hier sind Haie. Das heißt, hier kann ein Hai hin. Richtig. Richtig. Okay, stopp. Da ist nämlich so ein riesengroßer blöder Dino. So, jetzt sind wir bisschen weiter unter Wasser. Oh mein Gott. Ja, genau. Du Idiot! Ah! Wie nervig ist das denn? Hier, jetzt kommen nämlich die Haie. Das heißt, die können hier auch schwimmen. Das ist also überhaupt kein Problem. Warum kann ich jetzt dann nicht mit meinem Hai hier hin? Ist das nervig? Ist das nicht nervig, Leute? Ich muss ja hier nur mit meinem Hai irgendwo hinkommen. Aber die verderben mir das alles hier. Wunderschön. Okay, dann halt ohne Hai, ne? Denn eigentlich wollte ich euch was anderes zeigen, beziehungsweise wollte ich was anderes besorgen. Und da das so halb unter Wasser ist, wahrscheinlich, dachte ich, gehe ich da mit dem Hai hin. Aber dann halt nicht. Dann ist es eben so. Und zwar wollte ich zu einem Artefakt, was hier so an einem Riff sein soll, bei 89,19. Ich bin gespannt, wo das ist. Oben links seht ihr die Anzeige, wo wir gerade sind. Kann natürlich sein, dass wir sowieso laufen müssen. Das ist sehr gut möglich. Okay, wir sind jetzt gleich bei 89. Und dann müssen wir eigentlich nur noch in die Richtung, wo es rapide kleiner wird. Sehr, sehr eigenartig. 89,19. Ja, das ist jetzt wieder unter Wasser.
Und da haben wir es wieder, Leute. Ich meine, ich konnte ja mit meinen Haien auch in meine Unterwasserbase poppen. Da kommt er, doch, da könnte er entlang kommen. Lass uns das mal probieren. Ob das funktioniert, dass wir mit Bruce. Ist es Bruce? Sollte Bruce sein. Okay. Zack. Dass wir uns da jetzt hinporten. Probieren wir mal. Ja. Diesmal hat es geklappt. Sehr gut. Ich muss erstmal in die Oberfläche. Okay. Wo geht's jetzt hin? Nein, nicht zwischen den Muscheln festhängen. Oh Mann, hallo. Hat er sich jetzt echt hier festgehangen? Geht doch. Geht doch. Also am besten nicht zu den Muscheln, Leute. Okay, wir sind jetzt halt schon bei 90. Aber ich muss erstmal. Moment, ich mach erstmal den hier. Diese 19, da muss ich schnell hin. Das andere, das sinkt ja auch schon wieder. Ich glaube, das sieht gut aus. Okay. 89. 19. Da müsste jetzt irgendwo ein Artefakt sein. Unter Wasser, unterm Riff. Ehrlich? Leute, ich schwimme gerade runter und finde das Artefakt. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn, Leute? Oh, hi. Hi auch. Ist halt blöd, unser Megalodon, der ist noch ziemlich verletzt, aber... Okay, wir schwimmen einfach weg. Das ist mir zu blöd. Wir haben echt das Artefakt einfach so gefunden. Wie krass. Wie krass. Cool. Und so, Leute, klappt das. So klappt das richtig gut. Jetzt geht's wieder in die Base hoffentlich. Yep. Perfekt. Das hat ja besser geklappt als vermutet. Und da ist auch schon unsere Treppe, die uns in die Base dann führt. Perfekt. Super. Und ich hätte echt gedacht, ich muss jetzt noch ewig suchen nach dem Artefakt. Aber nein. Moment, erstmal den ganzen Spaß wieder hier rein. Und dann bauen wir doch gleich noch so ein Podest hier. Genau, Obsidian haben wir ja genug. Und stellen das mit hoch zu unseren anderen Artefakten. Sehr nice, Leute, sehr nice. Und somit beginnt unsere Jagd nach den Artefakten. Beziehungsweise so geht sie weiter. Denn ein paar haben wir ja schon. Zack. Dich mit drauf. Jo, perfekt. Hier habe ich überall nur eins drin. Ne? Ich dachte, ich hätte mal eins woanders noch reingepackt. Ja, dann habe ich die das Pedestal gebaut. Okay, da können wir ja mal schauen, also ich schau mal, wo jetzt noch was in der Nähe sein könnte, direkt von unserer Base, aber das scheint eher nicht so, dass wir da noch was in der Nähe haben. Es gibt auch noch eins in der Wyvern Cave, aber Devious, das ist doch, glaube ich, haben wir das nicht schon?
Nein, das ist Gatekeeper. Crack und das ist doch Skylord. Richtig. Also in der Wyvern-Höhle haben wir noch eins. Aber Moment, wenn ich dort rein will, brauche ich meine Gasmaske. Und muss auch schauen. Dass dort kein Dodo-Wyvern oder sowas rumschwirrt. Denn das wäre sehr, 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 sehr ungünstig. Wenn der uns jetzt dabei erwischen würde. Okay. In der Wyvern Cave bei 8041 befindet sich das Artefakt, was wir noch suchen. So. Da können wir ja mal reinschauen. Feuer. Okay, bis jetzt sieht's noch machbar aus. Apex, okay. Okay. 8041. Puh, 41 sind wir. Genau, wenn wir jetzt hier reingehen. Wahrscheinlich ganz drüben. Da, wo alle sind. Es erscheint mir logisch, klar. Wir müssen ja erstmal ein bisschen Stunk machen. Damit die vielleicht rauskommen. Aber ich glaube, uns folgt keine. Mann. Ach, das ist doch jetzt ungünstig. Das ist doch jetzt schon wieder Mist. Es ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig jetzt hier mit der Maske. Lass mal schauen. Ist hier was da? Ich glaube, die Nester hier, die sind immer leer. Aber warum? Die müssen doch dann verbuggt sein, oder? Hier sind gerade gar keine. Da hängt einer. Finde ich persönlich sehr eigenartig. Was da los ist. Ja, mach mal. Alles gut. Oh Gott, der glitzert. Chaos. Oh. Ich glaube, das ist eine ganz schlechte Zeit, um hier nach einem Artefakt zu suchen. Wenn eine Apex Wyvern da ist und eine Chaos Wyvern. Puh. Schwierig. Sehr schwierig, Leute, aber okay. Ich meine, wir haben jetzt schon ein paar Artefakte. Ich mache mal Gamma an. Mal sehen, was wir hier jetzt noch so rausbekommen. Oh. Nicht schlecht. Da ist eine Alpha Mantis. Okay, die ist viel zu schwach. Viel zu schwach, als dass man sie irgendwie zähmen sollte oder sowas. Oh. Hoppala. Was hab ich denn hier alles gekillt? Ich meine, ich wollte einiges killen, aber... Okay, der hat echt alles aufgesammelt, Rudolf. Rudolf, das hast du sehr gut gemacht. Kommt man von dem Basilisk noch irgendwas? Ach, schaut euch den mal an. Der sieht schon richtig cool aus. Sehr cool. Aber man bekommt jetzt nichts Besonderes irgendwie. Okay, wir schauen jetzt hier nochmal. Wobei ich fast glaube, Rudolf hat das schon eingesammelt. Hier auf jeden Fall. Und das war ja so eine ganze Meute. Oh. Hier hat es nicht eingesammelt. Wie unterschiedlich das ist, oder? Wann er das einsammelt und wann nicht.
Aber okay, so haben wir wenigstens noch ein paar Sachen bekommen. Wir haben jetzt nicht das zweite Artefakt, was ich besorgen wollte, bekommen. Aber Leute, ich denke mal, das kriegen wir trotzdem noch. Brauchen wir ja sowieso. Ich will ja irgendwie die Bosse trotzdem angehen. Mal sehen, wie wir das genau machen. Ich bedanke mich bei euch erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht und euch hat es geholfen. Wir haben ja ein Artefakt unter Wasser gefunden. Das hätte ich mir halt echt schwerer vorgestellt, aber wir haben es gut geschafft. Vielen, vielen Dank, Leute, und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt, hier im Spieleparadies. Mit mir sind Maxi. Bis dahin, macht's gut und tschüss.